So, da sind wir wieder beim Tempel von den Orks. Gucken wir mal, was wir da kriegen, ne? Du bist ein Krieger. Wir haben ja immer nichts zu erzählen. Tempek. Hier darf ich euch. Okay, ich darf die beklauen. Sehr nett von denen. Ich hätte endlich erwartet, dass die Orks auf mich losstürmen. Bleib stehen, du Dieb! Ein Troll. Na gut, ich rede erstmal hier mit Tempek. Weil ich weiß selber was über Ben. Dem Tempel besser nicht zu nahe, Mora. Wie laufen die Ausgrabungen? Gar nicht gut. Ich soll hier Artefakte und andere alte Relikte sammeln. Aber ich weiß nicht, woher ich sie nehmen soll. Hier draußen ist nichts mehr zu holen. Und in den Tempel kriegen mich keine 20 Snapper mehr rein. Was stimmt nicht mit dem Tempel? Da wimmelt es nur so von Untoten, Mora. Mit diesen widerlichen Wesen lässt du dich besser nicht ein. Untote, genau mein Ding. Warst du schon mal im Tempel? Worauf du dich verlassen kannst. Meine Gruppe hier war schon mal doppelt so groß. Doch dann kamen plötzlich diese Skelette aus dem Boden und griffen uns an. Was du hier siehst, ist der schäbige Rest von meinen Leuten. Die anderen sind im Tempel verschollen. Gibt es noch Überlebende im Tempel? Ich weiß es nicht. Jemand müsste nachsehen. Aber ich mach das nicht. So viel ist schon mal klar. Schon klar. Zeig mir deine Ware. Darf ich also für die Orks arbeiten, ne? Die Orks haben auch nur eine große Fresse, ey. Und dann nichts dahinter. Könnte irgendwie so das gängige Mittel in Mitana zu sein. Gucken wir uns mal den Tempel an. What the f- bist du denn wie einer? Tempelwächter. Dann Wächter mal hier. Muss aber schon mal angreifen. Da kommen die Orks noch. Oder nicht? Okay, hat sich's angehört. So, weg, weg, weg. So, haben wir hier oben noch irgendwas. Ja, und mal, was haben wir denn hier? Bens Schaufel. Ach, sieh an. War der wirklich hier? Wieso haben die Orks ihn denn laufen lassen? Den kann ich auch nicht looten. Noch ein Zombie. Da, da. Interessiert mich jetzt schon, warum Ben laufen gelassen wurde. Holen wir uns mal hier die Orks aus dem Tempel, wenn andere welche überlebt haben. Und stell dich nicht so an, Mann. Ne, du wirst wieder dunkel. Die Orks haben Angst vor Fleischwanzen, ja. So. War wirklich sehr dunkel hier drinnen. Abgebrochen.
Abgebrochen. Na komm. Wirklich. Abgebrochen. Ja, immerhin habe ich die Dietrich gleich wieder eingenommen, Mann. Nichts so zu holen. Da sitzt ein Ork. Wer bist du denn, hm? Goldpokal, Schatulle. Eine Truhe. Abgebrochen. Kanak. Oder Kamak? Velia beschütze dich, Mora. Ich hätte dich fast für einen der widerlichen Untoten gehalten. Ich dachte schon, ich müsste dir ewig versauern. Kannst du laufen? Das wirst du gleich sehen, ob ich kann. Komm mit! Nichts wie raus hier! Tempek hat die Suche nach Überlebenden im Tempel aufgegeben. Das sieht ihm ähnlich. Er hat mehr Angst als Ehre. Ich weiß bis heute nicht, wie er Aufseher geworden ist. Er sollte besser Schafe hüten, der Feigling. Hat sich bestimmt eingeschleimt, der Typ. Tempek. Würde mich auf jeden Fall nicht wundern. So, Kollege. Dann zeig uns mal den Weg nach draußen. Das ist schön, erstmal wieder an der frischen Luft zu sein, den blauen Himmel zu genießen. Die Sonne, eine blaue Sonne. Ich danke dir für deine Hilfe, Mora. Allein hätte ich nicht den Mut gehabt, mich den Untoten zu stellen. Nimm diese Tränke von mir als Dank. Fünfmal Heiltrank. Wo ist denn hier der Tempek? Hä? Ich habe einen Überlebenden im Tempel gefunden. Kamak, den Schamanen. Velia sei Dank. Kamaks Tod wäre ein großer Verlust für das Volk der Orks gewesen. Danke für die gute Nachricht, Mora. Okay, kann ich den hier noch irgendwas fragen? Wieso kann ich den Schaman nicht fragen über Zardas? Das siehst du, dass die Schamanen wissen, wo Zardas ist. Oder zumindest manche Schamanen. Nee, ich wollte jetzt zu Ben gehen, seine Schaufel da irgendwie abgeben. Das ist auch noch eine Heilpflanze. Gut, dann werden wir jetzt zu Ben gehen, nochmal mit ihm reden. Ich meine, hat er diesmal nicht gelogen. Auch schon mal was. Ich habe hier deine Schaufel. Du bist mir was schuldig. Du warst tatsächlich im Tempel? Das siehst du doch. Aber da waren doch diese fürchterlichen Untoten. Eins muss man dir lassen. Mutig bist du. Du hast noch was vergessen. Was? Kohle, Freundchen. Raus damit. Ich habe den Bauern Derek manchmal beobachtet. Wie er nachts rüber zur Innos-Statue geschlichen ist. Sieh mal dort nach. Er hat da bestimmt noch einiges gebunkert. Oder er hat einfach nur gebetet. So, die Truhe hatten wir ja schon. Gut, dann gehen wir mal zurück zum Tempel und gucken nach den Trollen. Die wollen mir ein bisschen Gesellschaft haben. So. Ja, wir können ja nicht auch da am Wasser entlang laufen, ne? Wenn da noch irgendwas ist, können wir gleich hier mit einsacken. Ich habe hier gerade irgendwie eine Leiste gesehen. Ach, da die Schlange. Hallo Nashorn. Ist
Starshorn war jetzt schon aggressiv auf mich. So, hier unten am See habe ich auch noch Lurker. Sumpflurker. Da hieß sogar kein Sumpfmann. Na, ist auch egal. Ist ja auch Latte, Mann. Hier ist so einiges Seltsames. So, da den seltsamen Pilz hole ich mir auch noch. Und natürlich nicht übersehen. Dann werden wir uns gleich mal Richtung Troll unter. Richtung Troll auf den Weg machen. So, Lurkerchen. Was? Er hatte wohl eine dickere Haut, ne? Hat er schon ein bisschen Erfahrung gesammelt mit dem Bogen. Ja, erstmal im Unterholz stecken bleiben. Hier gerade noch eine Pflanze gesehen. Habe ich jetzt aufgenommen? Hallo Mr. Troll. Wie geht's denn heute? Haben Sie zufällig etwas Zucker bei sich? Hm? Achso. Na dann. Mal gucken an. Da kommt gleich der andere Nachbar. Erfahrung einfach mal ganz easy gesammelt. Das sind ja wirklich keine Herausforderung. Ach, sind sogar drei Trolle. Wobei die Trolle ja nie eine Herausforderung sind im Gothic. Wenn man weiß, wie man kämpfen muss. Amulett. Wenn wir den Dicken auch noch mal kurz die Beine langziehen. Oh, das muss weh getan haben, so wie er die Beine verschränkt hat. Und müssen seine Knie scheinbar richtig rausgeflogen sein. So, Heilpflanze. Bevor wir uns dann auf dem Weg nach Trilis machen, haben wir hier ein Urvieh. Da werden wir uns natürlich auch so Brust nehmen. Ich meine, dafür sind wir hier. So, Kollege Grünhaut. Oh, das macht überhaupt keinen Damage, Mann. Da bist du der T-Rex. Wir rennen ja bei Steve Bull Jurassic Park. Die sind schon ein bisschen schwerer im Nahkampf. Nicht unmöglich, aber halt schwerer, ne? Ich werde hier irgendwas trampeln wieder.
Karawane noch einer. Eine 2-Uhr-Viecher. So, dann komm mal ran hier. Ich erwarte immer, wenn ich solche Gegner sehe, dass irgendwas Specialhaftes am Ende ist. Je nachdem, wo das Ende halt ist, was man sich da als Ende definiert. Es kommt darauf an, von welcher Seite man. Von welcher Seite man hier reinkommt. So. Wenn man von Kapdun kommt, praktisch die Küste entlang geht, hier die Bucht ignoriert. Ja. Und das wirklich darauf an, von welcher Seite man die Biester erledigt. Da hinten war der Steinkreis. Den hat man gerade noch so gesehen, bevor ich mich umgedreht habe. Gargoyle. Wie in der Höhle bei den Korndiemen. Oh, sogar 3 Stück. Ich hätte nicht erwartet, dass ich mehr Damage mache mit dem Bogen, Genie. Immer noch kein Loot. Weil die kann man nicht looten. Wie die der Tempelwächter. Hier sind 4 Stück. Oh, der Angriff ist ja relativ weit. Da muss ich ein bisschen aufpassen. So, dann noch gleich den letzten da niederschmetzeln. Machen wir auch noch ganz fix. Ach, sind sogar noch 2. Na wunderbar. So, ich hoffe, der kommt jetzt nicht von der Seite. Level up. So, dann praktisch mal durch den Stein durch. Achso, die haben ja kein Loot. Was versuche ich denn da zu looten, Mann? Hier ist eine Statue von Belia. Jede Menge Waffen. Und sonstigen Kram. Erinnert so ein bisschen an Schattenläufer. Öl. Und die Zauberwurzel natürlich auch nicht vergessen. Da fühlt man sich so leer. Wobei, wenn man von Khartoum kommen würde, müsste man ein bisschen schwimmen. Mal gucken, was da an der Küste drin ist. Amulett der Assassinen, Jagdgeschick plus 5. Nice, werde ich gleich mal anziehen. So, Amulett der. Und zwar jetzt 10 weniger Lebensenergie, aber jetzt glaube ich ganz gut so mit den Jagdgeschick. Hier nochmal kurz das Ende absuchen. Ja, hat sich gelohnt, ne, dass man hier nochmal hingekommen ist. Genau, hier ist dann die Bucht. Frage ist, ob man da in die Bucht reinkommt.
Wenn man jetzt hier lang geht. Da sind aber geile Steilwände hier. So, Kollege, dann gehen wir. Hier tauchen kann man nicht. Ne, da ist nichts. Nichts mit Bucht oder so. Einfach nur Wasserfälle. Gut, dann könnten. Die Karte kann ich jetzt nicht öffnen, weil ich im Wasser bin. Und so. Da drüben ist dann schon Lago. Lago ist dann schon die Wüste. Die Wüste ist ja der Hauptsitz der Assassinen. Ne? Ja, die Wüste sieht sehr weitläufig aus. Lago. Ja, die Schrift ist sehr hart zu lesen. Egal, ich werde erstmal zu Natrilis kommen. Irgendein Specht, der die Bäume hacken will. So, im Tempel haben wir. Wir haben aber immer noch nicht Nemora gefunden. Oder da überhaupt irgendwie mal Infos erhalten. Was er von den einen Typen da hinten in der Höhle da gesagt hat: Ey, du Ork-Söldner. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Ausdauer. Muss ich wirklich mal irgendwie beten gehen am Schrein. Es wird schon wieder dunkel. Ich sollte auf jeden Fall pennen gehen. Wie habe ich die denn übersehen hier? Was? So, da waren wir schon. Hier nochmal die ganzen Pflanzen mitnehmen. Wir sind ja hier Experte für Pflanzen. Botaniker. So, Freunde. Hier. So ein Venedig-Verschnitt, ja. Mit 1000 Brücken musst du gehen. Liebe 1000 Brücken musst du gehen. Wem habe ich denn hier im Visier? Eine Höhle. Ansonsten die Neugierde natürlich auch gleich einverschlagen wird. Was? Hier, irgendeinen haben wir getriggert. Weiß ich hier nichts. Vielleicht unten in der Höhle drin. So, wer ist denn hier? Wer hat denn hier sein Zuhause? Ach, ein Ripper. Ripper, der uns gerade angesteckt hat. Tollwut. Habe ich den. Ich habe da hier noch Krankheiten heilen, ne? Übertragen nicht. Nein, ich will hier heilen. Ja, ist das schon viel besser so.
geht's nach Montera. Na gut, das scheint dann hier Trides zu sein, die alte Burg oder Festung. Muss man wirklich aufpassen, dass man nicht ins Wasser fällt hier, sonst hat man erstmal 3 Jahre zu schwimmen. Wie hier zum Beispiel, wäre ich fast reingelatscht. Irgendwas am Boden. Was? Wer rannt? Ah. Okay, wo soll es sein? In der Wüste oder was? Ach nee, ein Ogre. Meine an. Jetzt haben wir wieder irgendwas getriggert. Mein Gott. Das ist aber auch wieder ziemlich nah an der Stadt hier, mein Freund. Das war jetzt aber wirklich nur Zufall, dass ich den Ogre nicht während des Kampfes. Nichts zu holen. Ah, noch ein Ogre. Ist aber wieder irgendeine Mission, wie man sieht an den Namen. Ich wollte eigentlich nur die Wölfe töten. Dann kommen die hinterlistigen Ogre an. Dann passt der Name zu denen. So, Kollege. Schnell. Die Frage ist, ob ich Ausdauer ein bisschen erhöhen sollte oder Lebensenergie. Noch ein Bauernhof. Ja, gehen erstmal in die Höhle von den Ogern rein. Da müssen nur einer drin sein. Weil es gab keine Nachricht, dass man irgendeine Mission irgendwie erledigt hat oder erfolgreich beendet hat. Hier gibt es ja sogar irgendwie Eisenerz oder so. Oh, das war schon der Ogre. Hier sind sogar noch 2 Stück. Oh, 3 Stück. Das ist eine richtige Versammlung hier. Habe ich sie wohl gerade gestört? Ja, will ich aber auch angepisst sein. Oh. Ja, die machen schon ordentlich Damage, Mann. Ja, läuft, dass eine sich bestimmt wieder heilt, Mann. Oder nicht. So, aber ich will jetzt nicht hier rausrennen. Ich will jetzt schon hier in der Höhle bleiben. Ja, da haben wir es doch. Trades plus 8. Wie sagen wir denn schon 36? Beruf. Was haben wir denn schon gemacht in Trades? In den Tempel ausgeräumt. Und die Goblins da vernichtet. Bei dem Bauernhof. Und Waffen binden.
Das ist ein Loch im Boden. Wenn man da reinfällt, als hat man schon die Arschkarte gezogen, ne? Mitten in die Oga rein. Oh, Sklaventod. Was hat er denn? Stärke 165, Geschossschaden 130. Ein Ei. Sehr doof, dass sie alle gleich aussehen, die Armbrüste, zumindest die zwei. So, die Frage ist jetzt, wo ist hier der Teleportstein? Den hätte ich ganz gerne, da würde ich mich sofort nach Redder teleportieren, da endlich mal die Waffenbündel abgeben und vor allem Alchemie lernen. Was? Wir haben 36 Lernpunkte. Was will der dann haben für Ausdauer? Gewähre mir Ausdauer. Bis 20. Könnte man eigentlich mal ein bisschen lernen. Ne? Machen wir jetzt mal. Gehen wir jetzt mal 10 aus. So, hier easy. Easy, easy. So, was steht denn da? Ein Typ. Taurus. Taurus, Taurus. Der Name sagt mir was. War Taurus nicht der Typ auf dem, auf der Farm von Ona in Gothic 2? Da irgendwie auch irgendwie ein Schiff steuern konnte? Ja, egal, die Zeit ist schon wieder vorbei. Deshalb speichern und wir sehen uns beim nächsten Mal, ne? Haut da rein, tschüss.